hoffe, dass ich jetzt... Ah, ich habe einen Fehler gemacht, deswegen funktioniert das nicht. Ich muss euch nochmal mal zeigen hier. Für 56 würde ich sagen... Oh, kann man ja nicht sehen. Oder doch? Ich sehe es nicht. Geil. Nein, ich hab jetzt noch nicht. Ich hab die 40, also ich sag mal so, ich hab für 56 einen sehr geilen Hintern. Kann man sagen, was man will. Bin ich zufrieden mit. Ja. Immerhin habe ich das schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ja, ich hab mit der Gerichtsvollzieherin telefoniert. Ich wollte mal gucken, ob sie rangeht. Heute ist ja keine Sprechzeit. Ja, natürlich war sie dran und hat ja noch einen guten Tipp für mich gehabt, was die Insolvenzsache angeht. Ja, nämlich bei Google soll ich doch mal gucken. Wenn die wüsste, das habe ich ein paar Minuten vorher schon so gedacht. Aber trotzdem ist ja nett, dass sie mich darauf hinweist. Ne? Und Gott sei Dank habe ich da angerufen. Das ist also nicht in der Hegelallee, sondern ich muss nach Rada in ihr Büro. Ja? Ja, ich bin mal gespannt. Ja? Ich lerne die ja erstmal kennen. Ja? Am liebsten würde ich ihr einen Tipp geben, aber ich lasse das. Ich habe keine Rüsten. Ne? Jetzt hier, wo ist das? Ja, das braucht der Dienststellen, aber Gerichtsvollzieher brauche ich nicht. Manche, ich meine, die ich kennengelernt habe, die waren super, wenn ich an den Weiland denke. Ja, oh, Entschuldigung. Oh yeah. Und meine Süße hier aus Tempelhof, die war auch super, ja. Also, aber hier die neue, am Telefon klang sie etwas reserviert. Aber gut, okay, das macht nichts, das muss man mal abwarten. Ich bin ja nächsten Dienstag bei ihr, pünktlich. Freue mich schon drauf. Bin mal gespannt, ja, ob die, wie die drauf ist, weil Insolvenzantrag, Quatsch, eidesstattliche Versicherung, darüber müssen wir reden. Dann, ne? Das müssen wir auch zusammen machen, damit ich nicht in Schwierigkeiten komme. Ja? Also die muss schon meine Formulierung, das müssen wir nicht zusammen machen, aber die muss meine Formulierung akzeptieren. Bisher haben die meisten gemacht, ja. Weil ich bin ja schon mal verurteilt worden wegen angeblicher Falschaussage. Mir war das ja nicht bewusst. Ja. Okay, und in meinen Akten steht eben keine Lügen und sowas, ja, und das soll auch so bleiben. Ne? Ich hab mich so weit, so ein scheiß Kühlschrank. Ja. Also ja, ich hoffe, jetzt müsste ich erstmal rauskriegen, wie ich jetzt hier Stopp machen kann. Ah, hier bestimmt. Mal sehen.